Wenn man so eine Anlage im Haus hat, entwickelt sich auch so ein bisschen, ich sage mal, ein kleiner sportlicher Ehrgeiz, um die Sachen vielleicht noch effizienter zu machen, noch effizienter zu nutzen. Uns macht es irgendwie auch Spaß, mit dieser Eigenstromanlage zu leben. Ich finde es richtig cool. Wenn die Sonne vom Himmel lacht, haben auch Andreas Schumacher und seine Familie gut Lachen. Dann tankt die Photovoltaikanlage auf ihrem Dach Energie. Schon bei der Planung des Hauses vor 3 Jahren stand für die Schumachers fest, sie wollen möglichst autark leben. Und deshalb muss eine Solaranlage auf das Dach. Wir können mit der Anlage an einem schönen Sommertag, so wie heute, doppelt so viel Energie produzieren, wie wir verbrauchen. Wir verbrauchen im Schnitt übers Jahr gesehen 25 Kilowattstunden am Tag. Für das gesamte Haus bedeutet es 8.500 Kilowattstunden im Jahr. Und die Anlage bringt an einem guten Tag 80 Kilowattstunden ins Haus hinein. Der überschüssige Strom wandert dann in einen 800 Liter großen Wärmespeicher und heizt das Wasser auf. Bei der Entwicklung des Hauses legte das Paar auch Wert auf eine gewisse Ästhetik. Und dazu gehörte auch die richtige Platzierung der Solaranlage. Eine wichtige Voraussetzung war für uns, dass man diese Anlage, wenn man das Haus von unten her sieht, dass die Anlage nicht in Erscheinung tritt, sondern dass die hinter der Attika von diesem, sagen wir mal, zeitgemäßen Haus ohne Dach hinter der Attika verschwindet und einfach optisch nicht in Erscheinung tritt. Um Richtung Autarkie einen weiteren Schritt zu gehen, suchte der Architekt nach einer Möglichkeit, den Strom auch zu speichern und damit für bewölkte Tage vorzusorgen. Dafür ist seit Oktober letzten Jahres diese Batterie zuständig. Sie hängt in der Garage des Hauses und ist nicht viel größer als ein Hängeschrank in der Küche. Das Schöne ist, dass dieses Gerät sehr kompakt ist. Man kann es eigentlich überall verbauen. Hier bei uns in der Garage. Man sollte es verbauen in einem Raum, der im Winter nicht zu kalt wird. Drum ist der Raum ja auch gedämmt, damit der Akku seine maximale Leistung auch wirklich entfalten kann. Nach 3 Stunden ist der Akku voll aufgeladen. Er würde bis zu 6 Stunden halten. Die Familie könnte dabei Geschirrspüler und Waschmaschine laufen lassen. Akkubetrieb ist heute aber nicht nötig. Die Sonne scheint, die Energie fließt. So ist es auch auf dem iPad zu sehen. Hier kann die Familie genau analysieren, wie viel Energie sie verbraucht. Man achtet auch ein bisschen mehr drauf, was man für Geräte hat. Unsere Waschmaschine ist vor einem halben Jahr kaputt gegangen. Jetzt gibt es eine neue und die braucht plötzlich nur noch die Hälfte der Energie. Das kann man hier grafisch auch sehr schön ablesen. Man kann manche Geräte auch so steuern, dass die nur dann funktionieren, wenn auch Eigenstrom zur Verfügung steht, sodass man gar keinen fremden Strom mehr für die Benutzung der Geräte in Anspruch nehmen muss. Und das System reagiert sofort, wenn es zum Beispiel in der Küche ans Kochen geht. Also wenn ich zum Beispiel den Ofen hier anschalte, dann verändert sich auf unserem Display die Darstellung und wir brauchen plötzlich 3000 Watt mehr Strom. Und so passiert es mit jedem Gerät, das wir im Haus an- oder ausschalten. Wir sehen hier ganz genau, was momentan mit unserem eigenproduzierten Strom passiert und welches Gerät wie viel Energie verbraucht. Jeden Tag können Sie digital ablesen, wie autark Sie in Ihrem neuen Haus in Tettnang leben. An Tagen wie diesen, wenn die Sonne unendlich scheint, glänzt die hauseigene Energiebilanz mit positiven Zahlen. Und das freut nicht nur den Familienvater. Ich find's richtig cool.